Ja, und da ist der Sibbo auch schon wieder mal mit einem Part von Epoxy. Genau. Ich muss jetzt noch ein paar Tage tristen, bis dann meine neuen Let's Plays für neue Games kommen. Ja, da kommt jetzt zwei, drei neue Games noch dazu und die Zeit muss ich jetzt ein bisschen tristen. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt noch einen kleinen Part von Epoxy und heute mit einer ganz speziellen Angelegenheit. Ich werde versuchen, das durchzusetzen, was ich schon die ganze Zeit mal machen wollte. Wir werden den Leuten heute mal auf diesem Server eine Falle stellen, Leute. Ja, ihr habt's richtig gehört. Wie viele sind wir? Wir sind mit mir zu sechst. Wir werden heute mal den Leuten eine Falle stellen und mal sehen, ob sie reinnatzen werden oder ob ich der Genatzte bin, der dann hinterher eins auf den Deckel bekommt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es gleich erfahren. Ich muss mich jetzt erstmal hier so ein bisschen umschauen. Übrigens, mein Zeug vom letzten Mal ist jetzt wieder weg. Ich bin zwar letztes Mal gestorben, aber ich bin wieder da, wo ich immer bin. Auferstanden. Also, ich bin immer wieder an der gleichen Stelle. Es nützt nichts, wenn ich tausend Sachen aufsammle. Die sind beim nächsten Part dann irgendwie nicht mehr da. So. Müssen wir erstmal schauen, dass wir hier lebendig überhaupt durchkommen. Ich möchte gerne heute mal wirklich was ganz Spezielles für euch machen. Wir werden den Leuten eine Falle stellen. Und wie das Ganze vonstatten geht, das werde ich euch zeigen, wenn es soweit ist. Und ich bin mal gespannt, ob da wirklich jemand reintrampelt oder ob die Leute schlau genug sind, drum rumzugehen. Ich wette mit euch, die Leute werden drauf reinfallen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Leute gierig genug sind, um darauf reinzufallen. Wenn sie es sind, wird's funny für uns. Und wir werden voll die Action haben. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Aber ich glaube, ich müsste richtig sein. Ich laufe jetzt so Richtung Stadt. Das müsste Richtung Stadt sein. Nordosten. Und da oben war ja auch dieses Gefängnisdingens, glaube ich. Und von daher, so oft wie ich das hier schon durchmachen musste, müsste ich jetzt eigentlich wirklich wissen, wo was was ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass hier der Weg zur Stadt ist. Vielleicht treffen wir auch noch ein paar Leute auf dem Weg. Sollte jetzt nichts los sein. Oh, ein Auto. Scheiße, ich muss weg. Alter Falter. Wo ist der? Und er muss mir jetzt gerade über... Ah! Oh, Scheiße, hab ich mich erschrocken. Schon wieder dieser Autocrash-Sound. Ey, ich werd wahnsinnig, Leute. Ich muss hier voll aufpassen hier. Bevor ich hier anscheinend irgendwas machen kann, bekomme ich es hier schon mit Gegnern zu tun. Wo ist der denn? Der Lutscher. Der muss da unten irgendwo sein. Scheiße. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, Leute, sonst verliere ich meinen Loot. Ich schwöre euch das. Und dann sind wir echt am Arsch, weil dann kann ich die Falle vergessen. Da ist er. Da ist er. Eigentlich wollte ich ja mal ein Auto klauen. Mir hat letztens jemand gesagt, Sibbo, hol doch mal das Polizeiauto. Das würde ich auch gerne machen. Aber ich muss da schon Vorsicht walten lassen, denn mit Auto bin ich nun mal angreifbarer. Ist so. Ist einfach so. Da ist er. Da ist er. Entweder wir ignorieren ihn jetzt und gehen weiter, oder wir ignorieren ihn nicht und töten ihn. Keine Ahnung. Ich glaube aber, ich werde ihn ignorieren. Da vorne. Steigt er aus? Nein, er steigt nicht aus. Soll ich ihn abknallen? Soll ich ihn durch die Autotür abknallen? Da ist meine Angst so ein bisschen da, dass das Ganze in die Hose geht, Leute. Da ist er, ne? Das ist er. Da drinne. Da drinne. Okay. Der eine ist tot. Der andere wird jetzt wahrscheinlich zu mir kommen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen wie einer der sieben Zwerge in den Wäldern verpissen. Und? Kommt er? Ne, er kommt nicht. Er macht da anscheinend gemütlich weiter. Wartet, bis sein Kumpel kommt. Keine Ahnung, ich verziehe mich jetzt von hier. Das ist mir zu gefährlich, Leute. Und ich würde gerne jetzt mal meine Falle durchsetzen.
Aber wir haben ihn gut weggeknallt, ne? Also. Oh, da ist er. Da ist einer. Da ist einer. Soll ich ihn weg. Soll ich ihn wegknallen, Leute? Soll ich ihn wegknallen? Ja? Wenn das klappt. Oh, Scheiße. Ich hab verschossen, Leute. Ich hab verschossen. Oh, ich hab wieder verschossen. Ey, sag mal. Was hab ich denn? Gläser auf den Augen oder was? Er haut ab. Okay, er wird jetzt wahrscheinlich hierher kommen. Ist egal. Jetzt haben wir so gesehen schon mal den angezuckert. Ich möchte sowieso jetzt mal einen perfiden Plan ausarbeiten. Ob der funktioniert, das sehen wir eh erst gleich. Aber er könnte gut funktionieren. Oh, da kommt das Auto. Ist das ein Zombie da vorne? Ja, das ist ein... Tja, das ist ein Zombie. Okay, Leute, wir werden jetzt den Plan in die Tat umsetzen. Und zwar habe ich was ganz Besonderes vor. Ich möchte gerne ein Zelt mitten irgendwo auf der Straße aufbauen und möchte mal darauf achten, ob da wirklich jemand zugreifen tut. Wenn das passieren wird, haben wir natürlich volle Action hier. Dazu sollten wir aber mal ein bisschen auf die Hauptstraße gehen. Okay. Hier, das reicht. So. Jetzt müsste derjenige dann da hinkommen. Das ist jetzt eine blöde Stelle, ich weiß, aber eine bessere ging jetzt leider nicht. Ich habe keine Lust, dass die mich sehen. Ich gucke jetzt erstmal von hier. Da ist jemand. Gut. Wir werden hier jetzt ein bisschen warten. Ja, komm, put, put, put. Greift mal ruhig zu. Ja? Hallo, das ist wie eine Pralinschachtel, die offen dasteht und niemand guckt. Da müsst ihr doch zugreifen. Wo ist denn jetzt mein Zelt? Irgendwie ist mein Zelt nicht mehr da. Oder ich sehe es jetzt bloß nicht. Da ist es. Seht ihr? Ist da jemand? Ja, keine Ahnung, ob da jemand ist. So, has left the session. Anscheinend sind wir jetzt alleine auf diesem verkackten Server, weil wieder alles abgeschmiert ist. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich packe jetzt mein Zelt schön ein. Falls ich dann an der nächsten Stelle dann dort rauskomme. Und wir sehen uns dann gleich wieder mit Epoxy. Es tut mir wirklich leid, anders geht's leider nicht. Aber ich hoffe ja... Ups, ist das laut hier. Uiuiuiui, ei caramba. Aber ich hoffe mal, dass wir an dieser Stelle jetzt hier rauskommen. Ich bin ja mal gespannt. So, hier bleibe ich stehen. Hier will ich warten. Bis gleich. Ja, Leute, und da sind wir wieder. Ich bin jetzt auf einem anderen Server gejoint. Hier in der Stadt irgendwo müsste jetzt ein Auto sein. Mann, ich hasse es, wenn man den Zaun von hinten hört, aber das Auto vor einem ist oder so. So. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich möchte jetzt gerne diese Falle stellen. Am liebsten mitten in der Stadt irgendwo. Wo dann jemand schön dumm ist und nachschauen geht. Aber dennoch sollten wir ein bisschen vorsichtig sein und einfach wahllos ein Zelt aufbauen möchte ich auch nicht. Ich möchte schon da machen, wo Leute sind. Wir wollen ja auch was davon haben. So, hier ist Munition. Alles mitnehmen. Oh, was mache ich denn da? Da ist noch was. Schrotmunition. Wir müssen da wirklich alles mitnehmen, Leute. Boah, ich weiß nicht, woher das Auto kommt jetzt. Boah, scheiße. Wo ist das Auto? Alter, wo ist das Auto? Ey, der macht mich auch wieder Curry, der Typ. Kommt es von da oben? Ist da oben jemand? Wenn ja, knallen wir ihn ab, nehmen sein Auto, suchen uns einen schönen Platz für diese Aktion und legen los. Aber das kann gar nicht sein. Wo ist der denn? Ach, da! Leute, da ist er. Da vorne. Uhu. Das kann auch sein, dass der mir eine Falle stellen will. Deswegen muss ich echt aufpassen.
Ich kenne das schon mit diesen Fallen, wo das Auto da plötzlich steht und die Schweine verstecken sich hinter irgendwelchen Sträuchern, um mich zu misshandeln. Ja, ich mach's jetzt einfach. Ich weiß, ich bin wahnsinnig, Leute. Ich bin verrückt, ich weiß. Refill. Okay, das Auto ist leer und der Typ muss ausgestiegen sein. Der wird vielleicht hier irgendwo in der Stadt rumwuseln, um Benzin zu suchen. Wir schauen da nochmal, doch mal kurz nach. Und danach machen wir das mal mit der Falle. Mir wäre das ehrlich gesagt lieber, wenn es ein bisschen dunkel ist, wenn wir das mit der Falle machen. Weil die meisten Idioten machen ja ihre Taschenlampen dann an. Und dann haben wir ja schon ein leichtes Spiel. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Has left the session. Der alte Host hat das Spiel verlassen. Ist ja echt klasse. Immer dieses Geläfte. Soll mal lieber joinen, die Leute. Nee, wir scheißen jetzt auch drauf. Wir werden jetzt in die Stadt nochmal gehen und gucken, ob da jemand ist, um ihn dann die schicke Falle zu stellen. Ja, ich will die Leute alle tot sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, damit ihr nicht zu viel hier mitmachen müsst. Ich rufe euch dann, wenn die Action kommt. Auf Wiedersehen. Ja, Leute. Also, ich habe die Falle jetzt erstmal nicht gelegt. Da vorne ist der Pickup, der mich schon die ganze Zeit mit seinen Geräuschen genervt hat. Dann sind hier noch Leute langgerannt. Ich glaube, da vorne sind sie. Da vorne. Da vorne steht jemand. Ey, das sind zwei Leute. Ey, das sind zwei Stück Leute. Ich muss die jetzt beide töten. So, der eine ist tot. Das ist echt schwierig mit den Zielen manchmal. Ja. Der lebt immer noch. Ja. Hau mal ab, du Sackratte. Und übrigens, da wo das andere Auto war, da lag noch ordentlich Loot. Das hatte ich total verpeilt, ja. Voll peinlich, ey. Hab's natürlich dann aufgehoben. Ja, komm. Stirb jetzt mal. Alte Sackratte. So, jetzt nehme ich aber mal die andere Waffe. Ja, hier, guck mal. Da vorne ist doch jemand. Seht ihr das? Seht ihr das? So eine Scheiße, ey. Nein, hier ist keiner. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit, was ich in die Pfoten kriegen kann. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Scheiß drauf, ich benutze jetzt Wasser. Ich nehme einfach die Munition für die Dings noch mit. Eine Sniper-Munition, die ist super toll. Eine Sniper-Munition, die ist einfach nur klasse. Ja, ich werde jetzt schauen, dass ich hier noch was umlege. Ich möchte den definitiv. Wie viele sind wir denn noch? Okay, 5. Ich möchte den definitiv nicht den Loot da lassen. Ist einfach zu schön, der Loot, ja? Aber was soll ich machen, Leute? Ich habe zu viel dabei. Ich kann noch mal fressen, kann noch mal was aufheben. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Zelt aufbauen, aber das bringt mir alles herzlich wenig, ganz ehrlich. Guckt euch das an hier. Guckt euch das an. Die richtige China-Farmer hier. Was hat der dabei? Boah. Die haben tonnenweise Zeugs dabei, Leute. So, da vorne ist der Pickup. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob da jemand jetzt ist. Ich werde jetzt einfach drauf losbuffen. Aber da dürfte eigentlich keiner drin sein. Ja, Refill. Okay, ist leer. Vielleicht hat sich derjenige verpisst, weil er Angst hatte. Haben die alle gesagt, Hilfe, Hilfe, wir werden hier getötet. Nein, ich hau ab. Ihr werdet alleine sterben. Tja, und dann ist es passiert, ne?
So schnell geht das. Ist egal. Wir gehen jetzt einfach. Wir scheißen auf den Loot. Ich kann sowieso drauf scheißen, weil im Endeffekt habe ich es nachher nicht mehr. Ist so. So. Wir gehen jetzt einfach weiter und werden schauen, ob wir unsere Falle auslegen können. Dann sollen sie sich das Zeug halt holen, dann haben sie wieder was zu schießen und das ist auch lustiger. Mal ganz im Ernst. Ist doch langweilig, wenn nur ich hier die tollen Waffen habe und die da irgendwie mit einem Knüppel durch die Gegend laufen müssen. So, ist da jemand? Nein, es scheint ein kleiner Grafikfehler zu sein. Und jetzt werden wir aber schauen, dass wir wirklich unsere Falle auslegen. Ich will das unbedingt machen, Leute. Unbedingt.